Letzten Endes war es tatsächlich schon so, dass wir von Anfang an gesagt haben, jeder sollte seinen Teilbereich haben, in den er sich vertieft einarbeitet und in dem er sich entwickelt und sein Know-how aufbaut. Und das wurde einfach durch die Kieferorthopädie dann natürlich ergänzt. Das kam dann ein bisschen später hinzu. Und gleichzeitig hat sich bei mir natürlich dann der Gedanke entwickelt, okay, wenn ich jetzt die Kieferorthopädie mit in die Praxis integriere, dann wäre es ein ganz smarter und schöner Zug eigentlich, da auch die Kinderzahnheilkunde perspektivisch sozusagen in das große Gesamtkonzept mit einzubinden. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. So, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 mit mir, Dr. Martin Baxmann. Und eine Interviewfolge heute mit Dr. Sebastian Helgard, MSc aus München, der eine schöne, große, multidisziplinäre Praxis in München hat und auch Kieferorthopädie betreibt. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Und darüber möchte ich heute einfach mal sprechen, einfach mal hören, wie schafft man es, einfach so viele Disziplinen unter einen Hut zu bringen, dass das auch wirklich sinnvoll läuft. Wir hatten ja zum Teil hier schon reine Kieferorthopäden. Wir hatten auch welche, die das so nebenbei machen. Aber hier haben wir wirklich alles Mögliche von der Implantologie, Prothetikons, Paro, was weiß ich alles. Und da ist doch schon mal ganz spannend zu hören, wie das so funktioniert. Also Basti, guten Morgen, schön, dass du dabei bist. Also es ist morgen gerade. Wie sieht es denn aus bei dir? Wie bist du denn dazu gekommen, in München so eine Praxis zu machen? Ja, lieber Martin, erstmal guten Morgen, genau, und herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und ja, freut mich immer noch. Und ja, zu deiner Frage. Ja, ich bin mit meinem Kollegen, dem Dr. Christoph Wenninger, seit 2008 in einer Gemeinschaftspraxis hier tätig in München, Innenstadt, im Studentenviertel, also der Maxvorstadt. Ja. Und wir haben von Anfang an war klar, dass wir sehr konzeptionell arbeiten wollen. Und der Kollege hatte sich auch schon recht zeitig eigentlich auf die Implantologie festgelegt. Und ich für meinen Teil dann zeitnah auch gemerkt, okay, ich möchte in die Ästhetikrichtung gehen und habe dann dazu einen Master in ästhetisch-rekonstruktiver Zahnmedizin gemacht. Genau, und das war gleich von 2013 bis 2015. Und dadurch haben wir schon mal so diese Disziplin so ein bisschen aufgeteilt. Für mich war da damit auch klar, dass ich nicht in Richtung Implantologie gehe, sondern dass wir uns da einfach gegenseitig die Bälle ein Stück weit zuspielen wollen und uns damit ergänzen wollen. Und nach dem Ästhetikmaster war für mich dann relativ schnell tatsächlich klar, dass ich da noch zusätzlich was hinzunehmen will. Und so bin ich dann auch zu der Kieferorthopädie dann gekommen und habe dann noch den kieferorthopädischen Master gemacht, auch über die Donau-Universität Krems in Bonn. Und ja, so das war mein Einstieg in die Kieferorthopädie. Gleichzeitig arbeite ich auch schon lange mit Invisalign beziehungsweise anderen Aligner-Systemen jetzt. Und das war für mich einfach wirklich die logische Konsequenz zu sagen, okay, da muss eigentlich mehr Know-how dazu, da muss man tiefer reingehen, um dieses Feld einfach auch mitbedienen zu können. Da hast du ja schon echt hohen Aufwand betrieben, grundsätzlich einmal mit zwei Mastern. Jetzt einfach auch mal von der Investition in deine Fähigkeiten hinein, muss man ja einfach mal sagen. Und auch sowohl finanziell wie auch vom zeitlichen Aufwand her ist das ja schon ein Brett. Und nebenbei noch die Praxis dann mitzuführen und dort auch zu arbeiten, Familie zu haben und so weiter, das ist schon ein Brett. Wie machst du das so? Da musst du ja einfach auch schon mal echt gut organisiert sein im Großen und Ganzen. Ja, da geht natürlich so mein ganz großes Dankeschön natürlich an meine Frau. Und es war tatsächlich so von dem ersten bis zum zweiten Master bis 2000, ja, wann war es? 2019, Ende
2020. Da haben wir dann auch noch 3 Kinder bekommen. Und das war tatsächlich, wie du gesagt hast, schon ein Brett. Und ich kann mich auch an Nächte bzw. Morgen erinnern, wo ich mit dem kleinen Erstgeborenen im Arm da auch noch an der These rumgetippt habe. Also das war schon wirklich eine witzige und intensive Zeit. Aber meine Frau hat mir da brutal den Rücken auch freigehalten, sodass ich das überhaupt so machen konnte. Und das war natürlich alles unter Absprache und genauer Planung. Und so ging das. Ja. Aber es war eine spannende Zeit und hat sich aber auch natürlich sehr gelohnt. Ja. Wie hast du das denn tatsächlich dann auch umgesetzt in der Praxis? Du hast ja erstmal mit der ästhetisch-rekonstruktiven Zahnmedizin angefangen. Und das heißt, ich stelle mir das mal so vor, dazu gehört dann ja von der, sag ich mal, ästhetischen Prothetik bis zur Paro, bis zur Cons, Veneers und so weiter, gehört ja einiges dazu, was man in dem Bereich macht. Wie hast du das so bei dir in der Praxis umgesetzt? 1:1. Einfach beginnen, umsetzen, machen und das Erlernte anwenden. Und das war letzten Endes in der Kieferorthopädie nichts anderes, wo ich da dazu sagen muss, dass sozusagen ein ganz wichtiger Input und Teil des kieferorthopädischen Wissens und jetzt auch vielleicht schon ein bisschen des Könnens durch dich beigesteuert worden ist. Und ich habe direkt im Anschluss oder gleichzeitig zu dem Master in der Kieferorthopädie bei dir das Curriculum in Wien gemacht. Und da ging es auch nur darum, okay, die Dinge angehen und umsetzen. Ja, und das muss man auch sagen, das ist von dir ja auch gut vermittelt worden. Es geht natürlich nur über konzeptionelles Arbeiten und Struktur reinbringen. Ja, und das sind die Basics meines Erachtens, ja. Ja, da hast du auch direkt voll Gas gegeben. Es waren ja noch mehr aus deinem Masterkurs auch damals im Curriculum dabei. Ihr wart so ein kleineres Grüppchen, die gesagt haben, ich will jetzt wirklich so das Ganze auch praktisch auf die Straße bringen und wart mit hoher Motivation dann letzten Endes auch dabei und seid auch alle so eine Gruppe, die, sag ich mal, da auch konstant dabei bleiben. Also du hast das Curriculum dann noch gemacht, zusätzlich zum Master, damit du es wirklich auch richtig direkt anwenden kannst. Dann hast du ja auch noch 2 weitere Dinge gemacht im Moment, die du auch weiterhin machst. Einmal das Mentoring to go. Vielleicht kannst du da gleich nochmal was dazu sagen. Wie läuft das so ab und was bringt dir das? Weil, sag ich mal, du nutzt es ja auch sehr fleißig tatsächlich. Vor allem ist es für mich eine ganz, ganz große Hilfe und Unterstützung, weil wir ja, sagen wir mal, sehr intensiv, schnell und konsequent austauschen können, was die einzelnen Behandlungsfälle anbelangt. Und da ist es natürlich da auch wichtig, sich da hier und da Feedback zu holen, läuft das, wie könnte man das verbessern, den Behandlungsablauf. Und ja, das ist so tatsächlich für mich so ins tägliche Leben eigentlich ganz gut zu integrieren. Ja. Kurz, smart, prägnant, da wird nicht lang irgendwie rumgesabbelt, sondern da wird Tacheles gesprochen, ja, mit kurzen SMS. Wir machen das über WhatsApp, kann man ja so sagen, ja. Ja, genau. Also freut mich total und mir macht das auch total viel Spaß mit dir. Und was ich halt auch immer schön finde dann, wenn man sieht, dass das dann auch wirklich gute Fälle werden. Und was mir halt immer auch am Herzen liegt, ist, dass dann irgendwann immer mehr Selbstständigkeit dann auch kommt. Und manchmal ist es eigentlich nur noch so ein bisschen so Betreuung. Das geht vielen so und dazu gehörst du ja auch, dass sagen, ja, ich habe das jetzt so und so gemacht, willst du das auch so machen? Und dann brauche ich eigentlich nur noch Ja zu sagen und Daumen hoch und es läuft dann tatsächlich wirklich rund und man sieht schöne Ergebnisse in der Praxis. Das finde ich natürlich auch genial und insofern, da ist es auch immer wieder angenehm, mit so total disziplinierten und strukturierten Typen, wie du einer auch bist, dann zu arbeiten, dass es dann wirklich dann auch vorangeht. Also das finde ich schon mal ganz schön. Du hast ja eine weitere Sache auch noch gemacht, ganz intensiv. Und zwar, du warst ja bei uns auch im Office-Kurs. Und da hast du mehrere Teammitglieder mitgebracht. Und da durften wir auch schon euch so ein bisschen genauer kennenlernen und sagen, ey, ihr habt ja auch echt starke Leute im Team, wo man sagen muss, die haben wirklich Potenzial und die haben Bock daran zu arbeiten. Und viele reden über den Fachkräftemangel und so weiter. Und da muss man sagen, wer so ein Team sich schon mal selbst aufgebaut und zusammengesucht hat, der hat schon einiges richtig gemacht. Wie hast du das erlebt mit den Jungs und Mädels, die du da mitgebracht hast? Wie war das so für dich? Du, das war eine wirklich fantastische Erfahrung. Und ich habe mich auch ganz bewusst ja für diesen Kurs entschieden, für die Woche. Und zwar auch primär unter dem Aspekt, meine Damen aus der Verwaltung und vom Empfang,
tatsächlich in die Behandlungsabläufe zu integrieren und sagen wir, Prozesse, die du auch schon aufgesetzt hast bei dir in deinen Praxen, da ein bisschen dahinter die Kulissen zu schauen und die zu übernehmen und einfach da auch mehr ins Praxismanagement und in die Praxissteuerung dann reinzugehen. Und das war, abgesehen davon, dass wir natürlich echt viel gelernt haben, meine Assistenzen, ich habe zwei männliche Assistenzen, die viel bei dir gelernt haben, ich als auch eben die Damen, das war eine tolle Erfahrung. Und hat uns auf vielen Ebenen weitergebracht. Und natürlich auch als, sagen wir mal, Team-Event ist es natürlich auch eine schöne Sache. Ja, mal eine Woche gemeinsam was zu unternehmen und gemeinsam sich fortzubilden, ja, mit einem gemeinsamen Austausch abends, ein bisschen sitzen, ein bisschen quatschen, essen, trinken, das ist cool. Das macht natürlich Sinn und war eine gute Erfahrung. Ja, das ist auch ganz schön, gerade auch in so einer großen Praxis ist es ja auch immer mal wieder so, dass, sag ich mal, wenn welche auf bestimmte Fachbereiche vielleicht auch begrenzt sind, dass die vielleicht vom Selbstbewusstsein her noch nicht so ganz stark da drin sind. Da denken, die OP-Schwester bei der Implantologie, die kann da richtig was reißen und ich bin doch nur so klein und arbeite in der Kieferorthopädie. Das gibt es dann ja natürlich auch schon in verschiedensten Praxen mal, dass man das sieht. Und das ist schon schön, wenn die dann so mit richtig leuchtenden Augen gehen und sagen, wow, ich kann hier richtig was. Kieferorthopädie ist geil, auch in der Assistenz. Ich kann hier so viel selbstständig arbeiten. Ich kann hier richtig was machen und ich weiß richtig was. Das ist dann auch immer schön zu sehen. Und gerade bei den Jungs, da waren natürlich auch meine Mitarbeiterinnen alle sehr begeistert, weil bei uns in der Region sind die Jungs einfach total unterrepräsentiert, was ich auch wirklich zum Teil schade finde, weil auch dort gibt es Möglichkeiten aufzusteigen. Viele denken immer nur, es ist ein ZFA, ist ein schlecht bezahlter Beruf. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn jemand dort wirklich Leistung bringen will und sich wirklich weiterbildet und einbringt, ich habe auch Mitarbeiterinnen bei mir, die arbeiten, die verdienen genauso viel wie ein Arzt und sind es auch definitiv hundertprozentig wert. Das ist ja bei euch wahrscheinlich ganz ähnlich, ne? Wollte ich gerade beipflichten. Also ich denke auch, dass es nach wie vor eigentlich ein fantastischer Beruf ist mit tollen Aufstiegsmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten. Und man muss schon sagen, also meinen beiden Assistenzen, denen hat es richtig, richtig gut gefallen und es war auch ein ganz, ganz fantastischer Motivationsschub tatsächlich. Ja. Einfach auch für die beiden auch das Wissen, dass sie an dem Prozess aktiv teilhaben, eine neue Disziplin richtig in der Praxis zu installieren, dafür mitverantwortlich zu sein, das sind, glaube ich, schon, das sind auch Werte, die da mit vermittelt werden, die einfach schon auch dann prägend sind und die dann dem ganzen Team Spaß machen. Ja. Definitiv. Wie setzt ihr das denn mittlerweile um? Also für mich ist es immer noch total spannend zu verstehen, dass du diese beiden Fachbereiche so vereinst, andererseits aber ja auch ein bisschen mehr so ins Management auch gegangen bist. Wie baut ihr das dann so auf? Fangen wir mal an mit der Kieferorthopädie einfach. Habt ihr einen bestimmten Tag in der Woche Kieferorthopädie oder wie macht ihr das so? Oder kommen die so zwischendurch? Wie geht ihr da vor? Nein, zwischendurch nicht. Das hat sich relativ schnell dann auch so abgezeichnet. Okay, auch das funktioniert nur mit Struktur. Und dementsprechend haben wir jetzt an drei Nachmittagen die Kieferorthopädie fest eingeplant. Ist es schon so, dass ein Großteil der kieferorthopädischen Patienten sind erwachsene Patienten. Das ist natürlich so ein bisschen aus der Historie der Praxis entstanden. Und da kommen wir dann vielleicht dann auch nochmal zu dem Schulterschluss vorhin mit den verschiedenen Disziplinen. Wir hatten früher eigentlich gar keine Kinder in der Praxis, haben die in die Kinderzahnarztpraxen verwiesen oder überwiesen. Und das hat sich jetzt natürlich auch alles ein bisschen geändert. Und deswegen auch die Kieferorthopädie größtenteils nachmittags. Natürlich haben wir auch erwachsene Patienten, kieferorthopädische, die dann mal vormittags kommen. Aber letzten Endes haben wir fixe KFO-Zeiten, KFO-Sprechstunden, wo wir das dann schon auch klar einteilen, weil sonst ist einfach das Durcheinander und Chaos natürlich dann vorprogrammiert. Und damit fahren wir jetzt soweit eigentlich ganz gut und wir haben das sehr schön, zweigleisig jetzt aufgestellt mit der normalen Zahnmedizin. Bei mir eben der Fokus auf Ästhetik,
Und wir haben uns ja weiter spezialisiert. Der Kollege, der Dr. Wendinger, der ist mittlerweile Spezialist für Implantologie, der sozusagen den Part bedient, wo wir uns gegenseitig die Patienten natürlich dann auch bei den größeren, komplexen Fällen gegenseitig überweisen. Genauso werden mir seine kieferorthopädischen Fälle überwiesen. Und seit einem Jahr haben wir auch noch die Professor Huth bei uns mit dem Team, die eigentlich an der LMU München tätig ist und Spezialistin für Kinderzahnheilkunde ist und eigentlich in der Konz-Abteilung der LMU tätig ist und dort Professorin für Zahnerhaltung und Parodontologie tätig ist. Ja. Die unterstützt uns jetzt einen Tag in der Woche und dadurch konnten wir jetzt sozusagen auch die Kinderbehandlung mit integrieren in unsere Praxis und haben dadurch jetzt wirklich eigentlich alle Bereiche auf einem sehr hohen Niveau abgedeckt, eben durch Spezialisten, Experten und können damit eigentlich alle Bereiche der modernen Zahnmedizin abdecken und anbieten. Und das war schon natürlich ein Thema, was für uns zentral war, dass wir gesagt haben, keiner von uns kann irgendwie alles performen und anbieten, sondern es muss in jedem einzelnen Teilbereich ein Profi daran, der diese Fälle dann behandelt und löst. Und so war das für euch schon von Anfang an so geplant oder ist das einfach gewachsen in der Zeit über den Bedarf, der dann war und darüber, dass man merkt, ach, läuft eigentlich ganz gut soweit und jetzt fehlt mir gerade dieser Bereich dann dort. Das wäre jetzt cool, wenn wir das noch hätten. Oder war das wirklich so, ihr habt euch hingesetzt, du und der Dr. Wendinger am Anfang, habt gesagt, komm, hier, das, so machen wir das und das ist unser Plan und den ziehen wir jetzt durch. Letzten Endes war es tatsächlich schon so, dass wir von Anfang an gesagt haben, jeder sollte seinen Teilbereich haben, in den er sich vertieft einarbeitet und in dem er sich entwickelt und sein Know-how aufbaut. Und das wurde einfach durch die Kieferorthopädie dann natürlich ergänzt. Das kam dann eben ein bisschen später hinzu. Und gleichzeitig hat sich bei mir natürlich dann der Gedanke entwickelt, okay, wenn ich jetzt die Kieferorthopädie mit in die Praxis integriere, dann wäre es ein ganz smarter und schöner Zug eigentlich, da auch die Kinderzahnheilkunde perspektivisch sozusagen in das große Gesamtkonzept mit einzubinden. Und das ist jetzt gerade der Weg und das ist gut. Und man merkt es natürlich auch von Seiten der Patienten, die jetzt ihre Kinder mitbringen. Wir haben mittlerweile halt viele Familien hier und das ist tatsächlich, das ist schön. Ja? Da sind die Eltern da, sind die Kinder da. Und in Kombination mit den Zahnreinigungen, die ja auch gleichzeitig stattfinden, lassen sich dann natürlich vom Zeitmanagement für die Eltern da auch tolle Ergebnisse erzielen. Ja. Nee, das ist ja cool. Also habt ihr schön aufgebaut, dass das wirklich alles ineinander greift und immer mehr eigentlich zu einer von einer klassischen Spezialistenpraxis eigentlich zu einer echten Familienpraxis wird, aber dann auch die Familienpraxis dann mit Spezialisten in allen Bereichen abdeckt. Das finde ich schon ein sehr, sehr cooles Konzept, weil viele sind so ein bisschen dazwischen. Das eine ist dann so manchmal die Familienpraxis, das ist aber dann oft auch so nichts Halbes und nichts Ganzes, wo so ein bisschen... Da darf sich jetzt bitte niemand auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich das sage, aber die Familienpraxis hört sich dann oft so ein bisschen so an, das ist so alles und nichts so ein bisschen und vielleicht auch nicht so die ganz großen Spitzen zum ganz hohen Niveau, sondern eher auch so eine Durchschnittspraxis, sag ich mal, so hört sich das an. Auf der anderen Seite so eine Spezialistenpraxis, das hört sich immer so an, so eine High-End, super steril, nicht nur von der Hygiene her, sondern auch vom Umgang her und so ein bisschen abgehoben, arrogant quasi oder schickimicki oder so, würde man bei euch in München vielleicht sagen. Und das gerade so zu kombinieren, ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne, moderne Form, da erfolgreich zu arbeiten, dass man sagt, wirklich für die Familien, dann aber auch Top-Kinderzahnheilkunde, Top-Cons, Top-Kieferorthopädie, Top-Implantologie und alles in einem Haus, das ist schon genial. Ja, das macht auch tatsächlich sehr großen Spaß und wie du es gerade schon gesagt hast, das ist uns einfach ganz wichtig, tatsächlich der ganz persönliche, individuelle Bezug zum Patienten, der muss aus unseren Augen einfach erhalten bleiben. Ja, wir sind natürlich gewachsen, wir haben uns vergrößert, aber das Ganze muss auf einem ganz persönlichen Niveau weiter stattfinden. Und ja, unsere Behandlungen sind exklusiv und tatsächlich top und wir sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber von der Basis her muss es einfach erhalten bleiben,
der Kontakt zum Patienten und die persönliche Note. Das ist uns einfach wahnsinnig wichtig. Und das, glaube ich, das hat unsere Praxis seit jeher schon ausgemacht, dass es sehr persönlich ist und ein sehr persönliches Ambiente auch hat. Und das soll erhalten bleiben. Bei allen zusätzlichen Qualifikationen oder Spezialisierungen. Ja, also das kann ich einfach auch bestätigen und mein Team sicherlich auch, so wie wir uns kennengelernt haben, auch kann man sagen, total down to earth und wirklich locker und nett im Umgang und trotzdem aber auch wirklich klar, das ist etwas, was ich sehr schätze, was auch in der Zahnmedizin nicht immer wirklich überall verbreitet ist, muss man auch sagen, aber das finde ich sehr, sehr angenehm und ich glaube, da sind die Patienten wirklich ganz gut aufgehoben. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurück zum Anfang gehen und das ist vielleicht auch gerade ganz spannend für so junge Zuhörerinnen und Hörer, die überlegen, sich jetzt niederzulassen oder eine Praxis zu gründen oder gerade das erste Mal irgendwo einsteigen oder so. Ich finde immer noch die Konstellation spannend von dir und deinem Praxispartner, dass ihr das so straight durchgezogen habt mit den verschiedenen Konzepten. Weil es gibt da ja oft so zwei verschiedene Szenarien, sage ich mal. Einmal, man kennt sich schon lange und ist befreundet und dann macht man was zusammen. Und da kann man sagen, hey, das kann super funktionieren, ist aber gleichzeitig auch so ein High-Risk-Unterfangen, wo man sagen muss, okay, will ich wirklich die Freundschaft riskieren, wenn es dann mal geschäftlich vielleicht auch mal so ein bisschen knirscht. Und das andere ist, wo man sagen kann, dass das total rational aufgezogen ist. Man findet sich und sagt, hey, wir haben die gleichen Interessen, wir machen das jetzt zusammen und das ist genau das gleiche Problem. Solange jeder so bei seinem Ding bleibt und sein Ego im Griff hat, läuft das total super. Aber wenn dann der eine mal irgendwie meint, dann doch irgendwie was Besseres zu sein oder andersrum, kann es dann natürlich auch schwierig sein. Also langer Rede, kurzer Sinn. Wie ist das bei euch so vom Anfang her gewesen? Gab es da schon eine Geschichte? Habt ihr zusammen studiert? Ich finde es einfach so total faszinierend, mal zu gucken, wie ist der Weg so entstanden? Weil ihr macht das jetzt seit wie vielen Jahren auch zusammen? Seit 2008. Ja, seit 2008, das sind also 14 Jahre jetzt. Ja. Also schon 2 mal 7 sozusagen. Nein, das war wirklich, kam eigentlich ziemlich unvermittelt. Ich habe meine Assistenzzeit hier in München gemacht und war eigentlich dabei, mich umzuschauen, wie geht's weiter, hatte mit dem Gedanken gespielt, vielleicht in die Schweiz zu gehen, um da einfach ein bisschen dazu zu lernen, wollte eigentlich sozusagen ja, mein Know-how einfach auf ein anderes Level noch zusätzlich bringen und hatte dann eigentlich auch schon Zusagen für Stellen in der Schweiz und habe mich dann einfach aus der Situation heraus hier in München noch umgeschaut, ist hier irgendwas? Und so bin ich auf einen Kollegen gekommen, der Dr. Wendinger, der zu dem Zeitpunkt gesucht hat, einen Mitarbeiter. Und wir haben uns kennengelernt und ich fand's klasse. Er hatte ein Behandlungskonzept, einen klaren Plan davon, wie Behandlungen anzugehen sind. Und da haben wir gedacht, so, hey, das ist genau das, was ich suche, was ich will in einer kleinen, aber schönen Praxis. Und so ist dazu gekommen, dass ich dann erstmal mitgearbeitet habe als Angestellter ein Jahr lang. Und dann bin ich aber auch in die Praxis eingestiegen. Wir haben die Praxis umgebaut und vergrößert mit dem Einstieg zusammen. Und währenddessen hat sich das aber tatsächlich behandlungstechnisch schon so ein bisschen natürlich ergeben, dass wir uns hingesetzt haben und einen Plan gemacht haben, okay, wo soll da die Reise hingehen? Und nachdem der Kollege da schon in die Implantologie gegangen ist, haben wir dann auch gesagt, so, ey, es macht doch eigentlich keinen Sinn, wenn wir beide genau dasselbe irgendwie machen und lass uns das mal ein bisschen aufteilen. Und dann habe ich gesagt, so, alles klar, dann suche ich mir was, was für mich passend ist und was von dem Gesamtkonzept her auch in die Praxis mit gut zu integrieren ist. Und das war die ästhetisch-rekonstruktive Zahnmedizin. Und so hat sich das langsam dann auch gefestigt und aufgebaut, dass wir gesagt haben, okay, da jeder geht in seine eigenen Teilbereiche und geht da seinen Weg. Und natürlich gibt es da viele Überschneidungspunkte, das ist klar. Aber das Ganze hat sich jetzt halt durch die Kieferorthopädie noch mehr konkretisiert und ist noch mal klarer geworden von den Behandlungen. Und da kann man dann nur letzten Endes sagen, ich fand es genau den richtigen Weg, sich sozusagen seinen Teilbereich zu suchen, seine Nische zu suchen. Und das mache ich auch weiterhin, indem ich jetzt noch viel mehr in die Erwachsenen-Kieferorthopädie gehe. Und das ist natürlich im Schulterschluss gerade mit der ästhetisch-rekonstruktiven Zahnmedizin schön, weil man da natürlich die Erwachsenen die Probleme mit
Ästhetik, Funktion haben, da halt einfach sozusagen in Anführungszeichen ganzheitlich behandeln und therapieren kann und dem Patienten einen klaren Plan auch aufzeigen kann. Ja, und das, das heißt, das ist, denke ich, heutzutage schon wichtig, sich da auch seine Nische und seinen Teilbereich zu suchen, in dem man dann auch erfolgreich sein kann. Ja. Wenn du mal so zurückblickst auf deine Entscheidung, Kieferorthopädie umgesetzt zu haben in der Praxis, warum war das genau für dich das Richtige? Für mich war es einfach aus dem Grund genau das Richtige, weil ich seit jeher tatsächlich immer schon ein bisschen Faible eigentlich für die Kieferorthopädie hatte. Mir hat, auch während des Studiums hat mir die Kieferorthopädie schon irre viel Spaß gemacht, ist aber natürlich dann auch weiter dann nicht wirklich gefördert worden. Dann habe ich meine Diss habe ich in der Kieferorthopädie gemacht. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit schon immer so ein bisschen Bezug dazu. Und letzten Endes kam das Ganze natürlich durch die ganzen Alleinertherapien, wurde das dann nochmal getriggert, wo ich gesagt habe, hey, da möchte ich mehr wissen. Und das ist tatsächlich eine ganz nette Anekdote. Als ich mich dann da ein bisschen schlau gemacht habe mit dem Masterstudiengang Kieferorthopädie, habe ich dann auch mit dem Professor Müßig, der den ja hauptverantwortlich leitet, mal telefoniert. Und das Nette war eigentlich, dass er gemeint hat, ja, das können Sie eigentlich schon machen, aber eigentlich ist der Studiengang so für Sie eigentlich nicht vorgesehen, würde mir sogar eigentlich eher abraten. Und das war für mich dann schon nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, ja, okay, jetzt erst recht, das mache ich. Das möchte ich einfach kombinieren. Und das war dann natürlich dann, gerade dann natürlich im Nachhinein dann umso schöner, dass man das dann erfolgreich zu Ende gebracht hat und ja, jetzt auch tatsächlich die Kieferorthopädie richtig in die Praxis integriert ist und ja, es einfach irre Spaß macht. Es ist einfach ein tolles Betätigungsfeld, ja. Also wo du da deine Anekdote gerade nennen kannst, da muss ich ja auch mal wieder dran denken, wenn ich über Liner spreche und so weiter, dann habe ich auch immer wieder dich im Kopf, denn ich kann mich noch gut an den Beginn unserer Zusammenarbeit im Curriculum erinnern und wir fangen ja immer sehr früh im Curriculum direkt auch mit Fallplanung an und der Basti war immer der als erstes gesagt hat, ist das ein Liner-Fall? Ist das ein Liner-Fall? Wo man so ganz klar sagen konnte, da kommt jemand mit einer konkreten Zielsetzung, was aber ja auch gut ist. Also das war so damals dein Horizont, als du begonnen hast, dass du gesagt hast, okay, der kürzeste Schritt für mich scheint so der Aligner-Markt zu sein und hast dir dann aber von der Perspektive aus eigentlich die gesamte Kieferorthopädie, sag ich mal, erarbeitet. Und wenn ich jetzt so deine Fälle sehe, die wir auch oft halt, wie gesagt, teilen, Mentoring to go, ich sehe da total viele Multibandfälle, ich sehe da Mini-Implantate, ich sehe da alles Mögliche, aber ich kriege eigentlich kaum mehr, sag ich mal, Aligner zu Gesicht. Natürlich machst du die trotzdem, aber da hast du dann dir auch schon, sag ich mal, eine gute Struktur aufgebaut und hast dann wirklich gemerkt, hey, da geht echt noch mehr als irgend so einen kostarikanischen Techniker da mal eben mal machen zu lassen und dann hinterher friss oder stirb und hoffentlich ist der Patient zufrieden. Ne? Wie war der Wandel so für dich von dem, sag ich mal, dem Plastikschienenanbeter hin zu einem vollwertigen, ja, Kieferorthopäden darf man ja aus politischen Gründen nicht sagen, aber kieferorthopädisch tätigen Zahnarzt. Ja, richtig. Also der Wandel, das ist das, was natürlich eigentlich tatsächlich jetzt so am prägnantesten war in den letzten ja, ein, zwei Jahren. Du hast auch ganz recht, ich habe natürlich mit den Alleinern begonnen und mir ging es auch ziemlich schnell darum, für mich selber richtig einschätzen zu können, okay, macht das Sinn mit Alleinern? Ist die Behandlung bei dem und dem Patienten überhaupt so sinnvoll? Kann das funktionieren? Und das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung und auch eine tolle Lernkurve, zu sagen, so, okay, das traue ich mir mit Alleinern zu. Ja, da taste ich mich vielleicht dran und da rate ich dem Patienten ganz klar davon ab und kann ihm dann jetzt aber auch eben eine Alternative aufzeigen und sagen, okay, der Fall ist vielleicht doch so komplex, so schwierig oder einfach sonst nicht anders darstellbar, das müssen wir mit Brackets lösen. Ja, und das ist, macht mir unglaublich viel Spaß und ja, also ich mache jetzt ganz, ganz viele Behandlungen mit Multiband und das ist das, was jetzt natürlich auch ganz fein ist. Aber natürlich laufen die Aligner
Fälle selbstverständlich genauso weiter. Viele Erwachsene kommen natürlich mit dem Hauptanliegen, ja, ich möchte noch mal was ändern, aber das sollte eigentlich nach Möglichkeit so weit wie möglich unsichtbar geschehen. Und wenn es machbar ist, dann machen wir das. Ja. Und ansonsten Empfehlung, Multiband-Therapie. Aus deiner Erfahrung jetzt, wem würdest du denn empfehlen, Kieferorthopädie zu lernen? Und worauf sollte man da achten? Wem ist die Kieferorthopädie zu empfehlen? Ja, das ist eine gute Frage. Für die Zahnärzte, die es integrieren wollen, ich glaube, darüber muss man sich im Klaren sein. Das ist nichts, was man so nebenher ein bisschen macht, sondern das ist schon ein Fach, das ist, unterscheidet sich ja schon grundsätzlich von allen Abläufen sehr von den normalen zahnmedizinischen Belangen. Und das heißt, es ist dann schon nochmal ein anderes Feld, das man irgendwie versuchen muss, in seine Praxis zu integrieren und mit einem gewissen Aufwand verbunden, sich da reinzuarbeiten, weil seit dem Studium ist da bei den meisten der Kieferorthopädisch nicht viel passiert. Und naja, für all diejenigen, die sagen, hey, ich habe nochmal Bock, tatsächlich was Neues zu machen, was Neues zu integrieren in die Praxis, dann ist das ein fabelhaftes Feld. Also ich fand es, für mich war es genau das Richtige. Mir hat es aber auch immer Spaß gemacht, mich permanent fort- und weiterzubilden. Das gilt für mich echt so ein bisschen auch so das Motto Panterei, alles ist im Fluss, und dem Motto bleibe ich eigentlich da auch immer gern treu. Es ist irgendwie alles in Bewegung und man darf sich da nie irgendwie, oder ich für mich kann mich da nicht zurücklehnen, sagen so, okay, gut, und jetzt behandle ich so mein Leben lang weiter. Und von daher war die Kieferorthopädie eine tolle Zäsur, toller Einschnitt und Neustart und dann gehen auch nochmal eine neue Ausrichtung für mich und mein ganzes Team. Ja. Und gerade für die Kollegen, die, glaube ich, viel mit Ästhetik und auch Funktion zu tun haben, ist das einfach schon noch ein fantastischer Schulterschluss, weil ganz im Sinne von Form follows Function ist natürlich die Kieferorthopädie für Zahnärzte einfach so, das finde ich, das Bindeglied, das ist eigentlich so essentiell und so elementar wichtig, dass man beim ordentlichen Befund da eigentlich eine kieferorthopädische Befundung da auch mitmacht und sich alles genau anschaut, weil das weiß ich jetzt nur von meinen, retrospektiv von meinen größeren Sanierungen früher, da wurden die Sanierungen halt gemacht und es wurde dann halt vielleicht nicht so sehr auf die Verzahnung geachtet. Und das sind alles Dinge, die gehören zumindest zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Patienten eigentlich mit dazu. Ja, und das muss eigentlich in Befund und Diagnostik und Planung mit einbezogen werden. Und deswegen hat mich da auch die Kieferorthopädie, auch zahnmedizinisch, auch nochmal auf ein ganz anderes Niveau und Level gebracht. Das ist natürlich ein total schöner Punkt, dass du da auch siehst, es kann auch so zusammenhängend so funktionieren. Was hat dir denn da nochmal so den richtigen Kick gegeben für die tatsächliche Umsetzung vom Ganzen? Mein Wille, ich wollte das machen. Ich wollte meine Patienten einfach ganzheitlich beraten und betreuen können und für mich auch die Kieferorthopädie dann auch selber umsetzen. Ich wollte für mich selber diesen Prozess aktiv mitgestalten. Das kennen ja viele Kollegen vielleicht auch, dass man kieferorthopädisch dann eben überweist und dann sind die Patienten irgendwo und werden irgendwie behandelt und man hat keinen Plan, was da eigentlich passiert und kriegt wenig Rückmeldung. Und da habe ich mir gesagt, so das möchte ich für mich selber lösen. Das möchte ich in einem machen und da für mich meinen Fokus drauf legen, dass ich die Patienten, die prothetisch und kieferorthopädisch vielleicht behandelt werden müssen, das möchte ich in einem lösen und anbieten können. Das finde ich so ein sehr, sehr schönes Schlusswort, auch auf jeden Fall einmal, um das Ganze zusammenzufassen, auch mal, was braucht man, wenn man die Kieferorthopädie auch in der allgemeinzahnärztlichen oder in der zahnärztlichen Spezialpraxis für verschiedene Bereiche umsetzen will. Man braucht erstmal wirklich den Willen dazu. Es ist nicht so, ach hier kommen, alle machen Kieferorthopädie, jetzt probieren wir das auch mal. Das ist so auf jeden Fall das, was nicht funktionieren wird. Auch das Gleiche, ach, ich mache einfach mal einen Master und dann läuft das alles von alleine. Das ist es auch nicht so ganz. Hier wäre übrigens der Zeitpunkt gewesen, wo du einfach nochmal hättest sagen können, hey, du hast mich maßgeblich beeinflusst, deine Kurse, die haben das... Habe ich doch vorhin gesagt. Scherz beiseite, das brauchen wir nicht, darüber sind wir längst hinaus. War jetzt nur Spaß einfach für die Zuhörer auch mal, dass die auch mal sehen, hier wird wirklich authentisch miteinander gesprochen und es geht nicht nur um Beweihräucherung gegenseitig, wie das da teilweise auch der Fall ist in anderen Podcasts.
Also das machen wir nicht so. Aber man braucht diesen Willen dazu und man braucht wirklich die Disziplin, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und das ist etwas, wo man wirklich sagen muss, wenn du die Disziplin hast, Prozessen zu folgen und sie umzusetzen, dann wirst du sicherlich auch sehr schnell sehr gute Ergebnisse in der Kieferorthopädie erzielen können. Nur das ist das Problem der meisten, dass sie da einfach nicht in der Lage sind, dem zu folgen, sondern die machen, ach, gucken wir hier mal ein bisschen, gucken wir da mal ein bisschen, wir probieren mal hier aus, wir probieren mal da aus. Und gerade auch, wenn man so der Kieferorthopädie im Social-Media-Bereich folgt, denkt man auch immer, ah, da muss man dies machen, dann guckt man den Nächsten an, der macht es ganz anders, der Nächste macht es wieder ganz anders. Es fehlt da so ein bisschen so die Struktur zum Teil. Und da kann man sicherlich gut ansetzen. Genau, also da wollte ich auch tatsächlich nochmal drauf zurückkommen. Also es war tatsächlich, weil jetzt natürlich vorhin gerade ein bisschen Spaß, aber es war schon so, dass dein Kurs sozusagen das Bindeglied war für mich ja zwischen der Theorie aus dem Masterkurs, ja, hin zu tatsächlich in die Praxis umsetzen. Und das war schon eine große, große Hilfe und Unterstützung, beziehungsweise so auch tatsächlich nur mit deinem Kurs auch für mich möglich zu dem Zeitpunkt, da ich ja nicht in der kieferorthopädischen Praxis tätig war oder bin zu dem Zeitpunkt, ja, und mich da nicht irgendwie anderen Kollegen tatsächlich orientieren konnte. Also das ist tatsächlich schon eine enorme Hilfestellung gewesen. Der andere Punkt ist, wie du auch gerade eben gesagt hast, wenn man sich dazu entscheidet, die Kieferorthopädie anzugehen, ich glaube, das ist tatsächlich dann schon wirklich sowas, okay, da muss man sich wirklich ganz drauf einlassen. So nebenher läuft es nicht. Das ist, dafür ist es dann zu komplex und zu aufwendig. Und ja, da bedarf es halt auch einiger Ressourcen, ja, und Investitionen. Investitionen meine ich aber tatsächlich eben Investitionen, eher Ausbildung von Personal, eigene Ausbildung, Zeit, die es da einfach braucht, um das aufzubauen. Das kann nicht so nebenher funktionieren und da geht es, glaube ich, schon tatsächlich auch darum, den Fachbereich wirklich glaubhaft, ehrlich und kompetent sozusagen dann einzubinden. Ja, und dafür braucht es Zeit. Ja, das ist ein guter Punkt. Also Das sieht man immer wieder. Man kann nicht an einem Wochenende Kieferorthopädie lernen, auch wenn ich zum Beispiel die Power Week mit 5 Tagen am Stück anbiete. Da kann man sicherlich sehr, sehr wertvolle Impulse bekommen, aber man lernt nicht die Kieferorthopädie so, dass man sie von da an ab dem 6. Tag vollkommen selbstständig alleine in jedem Niveau, jeder Fallsituation anwenden kann. Das wäre sicherlich total vermessen. Aber jetzt zum Schluss, tatsächlich, ich wollte tatsächlich zum Schluss kommen, denn wie hältst du es überhaupt mit mir so lange aus? Denn jetzt scherzhaft nochmal als Ausblick auf gleich, wir werden jetzt gleich das Podcast-Interview abschließen, dann ist 10 Minuten Pause, dann treffen wir uns beim Management Mentor Club, das ist ein Online-Kurs, wo es ums Praxismanagement geht, nochmal für etwa so ein Stündchen und danach ist dann direkt die Lunchtime-Lecture, da sehen wir uns dann wahrscheinlich auch wieder, bist du jedenfalls mit dabei, wenn es zeitlich für dich passt. Wie hält man das aus, so einen ganzen Vormittag mit mir? Ja, nachdem ich jetzt ja schon ein paar Jahre dich gewöhnt bin, ja, sehr gut, alles gut. Ich freue mich da immer. Tatsächlich, ich finde es jetzt auch gerade tatsächlich mit der Lunchtime-Lecture und dem Management und Case-Planning-Club und so weiter, das ist alles sehr, sehr, sehr schön. Das sind Dinge, die man einfach in Kürze sozusagen aufbereitet und oder aktiv mitgestaltet und dann halt auch schnell in die Praxis mit übernehmen kann. Und von daher ist es viel wert und es ist einfach, tut mir einfach gut, da in der Thematik drin zu bleiben, ja. Und das ist es, glaube ich, das, was es halt auch ausmacht. Ja. Man muss da am Ball bleiben und schauen, dass man die Dinge einfach weiter aufbereitet, aufarbeitet und ja, versucht umzusetzen. Und von daher freue ich mich, dass es in 10 Minuten weitergeht. Ja, ich auch. Also, lieber Basti, vielen Dank für das super sympathische, freundliche und schöne informative Interview. Wie immer kann man sicherlich das ein oder andere mitnehmen. Vielleicht ist es nicht immer 45 Minuten lang pausenlos, gnadenloser Content, der hier reingeballert wird. Aber ich glaube schon, wenn du 1, 2 oder 3 Sachen aus so einem Gespräch einfach mal mitnimmst als Impuls, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, dann hast du schon echt was gewonnen. Und für dich heißt es jetzt auch dranbleiben und diszipliniert sein, so wie der Basti das gerade schon gesagt hast, nämlich als erstes einmal weitersagen, cooler Podcast, hört euch das an, alle aus deinem Freundeskreis sind nächstes Mal gerne auch mit dabei. Vielen Dank, Basti, und vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, bis bald wieder, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Dr. Martin Baxmann.